sagen, hier die restliche Mission, Fußstapfen, 12.000 Schritte, fehlen noch 3.700 Schritte, und was ist mit den Kaputtmachen? Fehlen noch 84 kaputte Objekte. Ja, toll. Und jetzt haben wir schon die A-Rang-Mission, hier ein grotesker Kampf um Snacks, ach, das ist wieder so ein durch den Wald rennen. Naja, gut. Können wir ja danach machen. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal die nächste Story-Mission. Shikamarus Team wird gerufen. Besessen von der Idee, absolute Macht zu erlangen, macht sie Sasuke auf, um sich Orochimaru anzuschließen. Ein Trupp mit Shikamaru als Anführer wurde zusammengestellt, um ihn zurückzuholen. Im höchsten Tempo wurde Sasuke durch den Wald verfolgt. In dieser Mission gibt es keine Kampfgegner. In 80 Sekunden müssen wir das Ziel erreichen. Das ist wieder so ein Waldsprung-Dingens, was ich nicht kann. Aber es wird jetzt wohl sowohl diese Mission als auch die nächste Zwischenmission wird wohl so eine sein. Sasuke hat das Dorf verlassen? Was ist los? Warum sollte er das Dorf verlassen? Und nicht nur das. Ich habe gehört, er will sich nach Otogakure, wo sich Orochimaru aufhält. Großmutter Tsunade hat auf diesen Notfall reagiert und einen Trupp mit Shikamaru als Anführer ausgeschickt, um Sasuke zurückzubringen. Die Mitglieder des Trupps sind natürlich Neji, Kiba, Shoi und ich selbst. Gut, mit unserer Stärke werden wir Sasuke auf jeden Fall zurückbringen. Emergency call for the Shikamaru Platoon! Chase and bring back Sasuke Uchiha! Oh yeah. Das schaffen wir. Ich weiß noch, wie das geht. 9000 Meter. Wir müssen diesmal nichts fangen, sondern müssen diesmal tatsächlich nur in der bestimmten Zeit das Ziel erreichen. Und das ist auch schon wesentlich einfacher, als was zu fangen, meiner Meinung nach. Ja. So, den nächsten. Und nochmal. Ja. 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 Sieht sehr gut aus bislang. Nein! Oh Gott, mach hin! Na gut, sieht immer noch gut aus. Ja, das schafft man locker. Können wir uns sogar noch ein, zwei Fehler erlauben? Na, sollten wir aber nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig, aber das haben wir geschafft. Mission abgeschlossen. Shikamarus Team wird gerufen. Schulinkleidung von Shikamaru freigeschaltet. Geheimschrift, Shikamaru-Trupp, Missions- und Optionscharakter. Sehr schön, brauchen wir aber momentan noch nicht, denn wir haben noch eine Mission ausstehen. Und zwar diese hier. Ein grotesker Kampf um Snacks. Fange das Ziel in 80 Sekunden oder schneller. Selbe Mission wie eben, nur diesmal fangen. Und nicht erreichen. Und das ist wesentlich schwerer. Leider. Nehmen wir das nochmal mit, wenn es gerade auf dem Weg liegt. Um alle Nudeln zu essen, braucht man die ganzen Sachen. Eine Blattmuschel. Gucken wir gleich nochmal da drüben. Da war ja auch noch eins. Das war genau hier. So, wirf drauf jetzt. So. Eine Shubika-Muschel. Also die ganzen Muscheln finden wir jetzt hier drin.
Die brauchen wir vermutlich alle für so eine Nudelmuschelsuppe-Dingens. Und die Zutat wird wahrscheinlich da oben drin sein. In dem Käfig oder neben es hier unten drin. Irgendwo was zum Hochheben. Aha. Irgendwo was zum Hochheben. Mein Gott. Hier muss doch irgendwas zum Hochheben sein. Kann ich die nicht hochheben und auf den Schalter werfen? Ach so, es ist sowas. Das können wir jetzt hier aufmachen, nachdem wir das Rasengan haben. Offen. Dann müssen wir gar nicht hier reden. Grüner Pfeffer. Das noch kaputt werfen, das noch kaputt werfen. Und jetzt noch irgendwie Shoei suchen. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Wo war er? Dahin. Weiterlaufen, kaputt werfen, weiterlaufen. Kaputt schlagen. Weiterlaufen. Hochheben. Und wohin stellen? Ich weiß nicht genau, wo ich das hinstellen soll. Da gegenüber sind gleich drei Sachen. Jetzt ist es ein Chakra aufladen, so. Hier meinte ich, hier sind gleich drei Sachen in dem Ding. Sind die alle oben drauf? Nein. Hier ist so ein Ding. Das können wir natürlich kaputtballern. Oh, da ist gleich Truhe und Zutat drin. Jirayas Ninja Rasengan. Aus erlesener Reis. Und wo soll ich denn hier was zum Hochheben herkriegen? Hallo? Ist hier oben was? Nö, ist hier oben was? Ja. So. Mach auf jetzt. Truhe. Kibas Ninja. Luftsprungmarkierung. Und da vorne ist er schon. Da, Shoei. Und Pakun. Müssen wir jetzt Pakun fangen? Ein heftiger, aber merkwürdiger Kampf um Snacks. Die Verfolgungsjagd von Pakun und Naruto. Aber wenn du versagst, nehme ich mir noch Snacks von diesem Kind. Okay. Wir müssen Pakun schlagen, damit Shoei seine Snacks behalten darf. Toll. Was kriegen wir dann dafür? Ja, weiß wie das geht, habe ich gerade gemacht. Nur nicht mit Fang. Fangen ist einfach so viel schwerer. Weil je näher man dem Objekt kommt, umso weniger Turbo-Items gibt. Beziehungsweise wenn man dem zu nahe kommt, kommen keine mehr. Und wenn du dann von irgendwas getroffen wirst und keine Turbo-Dinger mehr kommen, dann hast du auch keine Chance mehr, ihn einzuholen. Ja. Ab jetzt darf ich zum Beispiel keinen Fehler mehr machen. Habe ich aber, und jetzt ist es schon eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Beziehungsweise wir haben ja 80 Sekunden und ich bin ziemlich schnell rangekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Chance. Das könnte dann auch schon die letzte sein. Fang ihn, Naruto! Nein, falscher Knopf! Wir haben ihn überholt.
Fang ihn! Nein! Ja! Huh. So schnell habe ich das, glaube ich, noch nie geschafft. Vor allem, dass ich so oft die Chance zum Fangen hatte, hatte ich, glaube ich, noch nie. Yay! Wir haben das geschafft und haben Gegenmittel-Elixier bekommen. Ja, Sieg, bla bla bla, Naruto holt die Snacks zurück. Ich bin so glücklich, willkommen zu Hause, liebe Snacks. Problem gelöst. Wieder eine Überraschung. Bla bla bla. Eine Geheimschrift wieder, mehrere sind aufgetaucht und hier oben ist eine Zutat. Hier unten ist eine Zutat. Wieder so ein Siegel. Offen. Und es ist Kohl. Hellmut ist das. Wirf. So, und jetzt einsam. Hä? Noch einer? So. Wirf. So. Mission geschafft, weiter geht's. Der Kampf mit dem Otto beginnt. Während Shikamarus Trupp Sasuke verfolgte, tauchte das Otto-Quartett auf. Orochimarus Untergebene, auch ein Ninja mit erstaunlicher Kraft namens Kimimaro, erschien und brachte die Mitglieder des Trupps in Gefahr. Neji und Shoei stellten sich dem Angreifern und gaben damit Shikamaru und den anderen Gelegenheit weiterzuziehen. Neji gegen Kimimaro. Wir unternehmen einen Überraschungsangriff auf das Otto-Ninja-Quartett, das Sasuke gefangen hat. Sasuke war in einem Sarg gefangen und fast hätten wir ihn zurückholen können, als plötzlich ein anderer Otto-Ninja namens Kimimaro auftauchte und sich uns in den Weg stellte. Oh nein! Die Ninja mit dem Sarg konnten entkommen und wir müssen ihnen sofort hinterher. Aber Kimimaro steht uns im Weg. Hä? Neji, Choi und du, ihr wollt ihn für uns übernehmen? A battle with the Sound Ninja begins! A tragic conflict of the two. Gewinne den Kampf. Gegner mit hoher Geschwindigkeit. This will be the end of the line for you. It seems like you can entertain me. Let's fight! Okay, Shoei! Tja, schade, ist er, leider ist er nicht reingerannt. Oh, wollte der gerade tatsächlich die Superattacke machen? Nein! Shoei! Ja, leider haben sie nur einen von diesen Otto-Quartett ins Spiel eingebaut. Das heißt, es sind halt eigentlich vier, wie das der Name Quartett schon sagt. Und nur einer davon ist als spielbarer Charakter drin, nämlich Kimimaro. Deswegen sind die anderen hier als Hilfscharaktere drin. Und normalerweise kämpft halt jeder von dem Trupp außer Naruto gegen einen von diesen Leuten. Und ja... Das konnte man jetzt natürlich schlecht darstellen, deswegen hat man jetzt hier quasi 3 gegen 3 gemacht und die anderen laufen weiter. So wurde das Ganze halt gelöst. Ja, wenn man keinen Bock hat, Charaktere zu installieren, dann muss man das halt so improvisieren, ne? Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ich jetzt wieder so viele... so oft ausweichen konnte, wie jetzt zum Beispiel wieder, obwohl ich die ganze Zeit nur auf die Verteidigungstaste da hämmer. Und vorhin hat es nicht geklappt. Aber soll mir ja nur recht sein, wir haben es ja vorhin geschafft und das jetzt sieht ja auch nicht schlecht aus. Das heißt, das jetzt sieht nicht schlecht aus, das jetzt läuft gerade super gut. Wir können fast allem ausweichen.
und treffen den Gegner recht häufig. Game over, mein Freund. Das Spiel ist aus. Gewinne den Kampfgegner mit hoher Geschwindigkeit. So. Wir haben den Gegner besiegt und können die nächste Nebenmission machen. Kimimaro haben wir freigeschaltet. So, Missionscharakter. Und. Und zwar genau da, hä? Lee und Sakura? Ich habe gehört, Sensei Kakashi hat sich eine neue Trainingsübung ausgedacht. Er hat mir aber nicht verraten, wie sie aussieht. Eine A-Rang-Mission. Spezielles Naruto-Training. Kakashi hat eine Idee für ein neues Training, nur für Auserwählte. Finde heraus, ob du dich qualifizierst. Sammelt Ziel halt ins... Ah, da müssen wir bestimmt wieder Nudeln essen. Nudeln. Wir haben ja wieder ein paar Zutaten gesammelt. Die werden wir dringend nötig haben, aber wir können jetzt gerade keine Nudeln essen, weil wir eine Mission angenommen haben. Okay, ich kann es ja mal versuchen. Und ansonsten essen wir Nudeln. Müsst ihr übrigens auch mal ausprobieren, wenn ihr auch höher und weiter springen wollt. Dann müsst ihr ganz viele Nudeln essen. Also wirklich an einem Tag so 20, 30 Stück. Dann klappt das. Ja, es ist, funktioniert wirklich. Sally ist da auch an einer ganz perfekten Stelle. Ja. Hallo Kakashi. Wir versuchen es, ja? Eine Trainingsmethode nur für Naruto. Meistere Genauigkeit und Schnelligkeit. Dass Genauigkeit und Schnelligkeit wird das Problem sein. Es wird das Chakra sein, was uns ausgehen könnte. Das geht noch. Ja. Oh. Da habe ich mal verkackt unterwegs. Okay, nochmal neu starten. Sah aber eigentlich gar nicht schlecht aus, was ich da gemacht hatte. Aber es war wohl scheiße. So. Das war natürlich besser. Sah so aus, als wenn wir auf dem Dach landen würden. Das muss ich erstmal wieder trainieren. Früher bin ich ja mit dieser Kanone auch durch die Stadt gelaufen. Das habe ich ja jetzt gar nicht gemacht. So. Nein, nicht runterfallen, Naruto. Du bist doch blöd. Im Kopf. Ja, nochmal. Ich weiß auch noch nicht mal, ob wir es jetzt schon machen können oder nicht. Ich will aber zu einem Punkt kommen, an dem ich tatsächlich feststelle, dass es nicht geht. So. So ist gut. Okay. Jetzt hier hingehen und von hier aus nochmal. Hat geklappt. Jetzt von hier aus. Da drüben hin. Verdammt, da habe ich voll viele nicht gekriegt. Jetzt von hier aus. Das können wir zum Beispiel noch nicht. Über die volle Distanz. Das können wir aber wieder. Nein, es ist nicht mehr genug da. Doch. Okay, wir können es noch schaffen. Auch wenn wir nicht genug Chakra für die Mission hatten eigentlich. So. Haben wir es gepackt. Nein, wir haben es nicht gepackt. Aber wir hätten es gepackt. Okay, von hier aus nochmal zurück.
Verdammt. Wir brauchen zwei Drecksringe, das schaffen wir. Nummer eins und Nummer zwei. Okay. War so geplant, dass das so klappt. Ja, wir haben es geschafft. Eine neue Geheimschrift. Oh, sind gleich hier um die Ecke. Was bedeutet sammeln? Oh, es sind wieder die. Kotzen mich ja langsam an hier am Anfang. Oh, wir haben es sogar geschafft, diesmal recht schnell ans Seil zu kommen. Aber jetzt verkacken wir das hier wahrscheinlich. Oh, es hat funktioniert. Hey! Was? Ich hab's doch gedrückt. Naja, egal. Nochmal. So. Und hier unten nochmal kurz.